Du hast Knieschmerzen. Ja. Ja. Und okay, kannst du mal erzählen, wann passieren die Knieschmerzen, bei welchen Bewegungen, seit wann hast du sie und wie stark sind sie? Ich habe Knieschmerzen seit ca. 25 Jahren. Mhm. Das erste Mal sind sie aufgetreten beim Kniebeugen für Krafttraining. Okay. Und in der Übung selbst, sodass der Schmerz so groß war, dass ich das Gewicht runterschmeißen musste, mhm, und mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Oh wow. Ja, mhm, also wirklich massiv, extrem, und es ging gar nichts mehr. Heute im Alltag stellt sich das so dar, dass ich ganz schlecht auf die Knie gehen kann. Mhm. Wenn ich es gerade mal kurz zeigen soll. Ja. Wenn ich in die Knie gehe, mache ich automatisch, gehe ich immer nur mit einem Bein runter, weil ich mit beiden Beinen nicht runter kann, weil mir dann die Knie extrem wehtun. Und wenn ich aufstehe, muss ich mich automatisch wo festhalten, mhm, weil ich die Kraft von meinem Oberschenkel nicht mit dem Knie nach oben drücken kann. Mhm. Das funktioniert nicht. Und wenn ich mein Knie bewege, dann sind extrem laute Geräusche drin. Ja. Hört sich an wie Sand, der knirscht wie Schmirgelpapier. Und man fühlt es auch, wenn man die Hände drauf hat. Und wenn ich es überlaste, also sprich, dass ich jetzt Fußball spielen würde oder Laufsport machen würde, mhm, schwillt es an, wird dick, mhm, und schmerzt dann ein bisschen die Kniekehle, mhm, richtig massiv und eigentlich dann sogar mehr in der Kniekehle. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, hier ist mehr Schmerz und das wie Verkrampfungen dann sind und ich mich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Mhm. Es wird intrakutan, das heißt, es wird eine Quaddel gesetzt. Da sieht man, das ist eine Quaddel, haben wir gesetzt mit diesem Betäubungsmittel. Noch eine. Alles gut. Zwei weitere Quaddeln gesetzt. Mhm. Das sind so leichte Blutungen. Das ist so ein Knie. Das ist auch eine ganz kleine Kanüle, die man benutzt. Ja, das ist 6 mm Kanüle. Sieht man das? Mhm. Mal sehen. Okay. So, und jetzt geht man in diese Punkte, also genau direkt in die Quaddeln. Ja? Ja. So, und was wir sehen werden, da wird sich die Haut ein bisschen aufplustern, ja, denn wir injizieren Gas, also wir addieren da Volumen halt unter, mhm, die Haut, ne? Das ist normal. Also die erste Piekser, die habe ich ja noch ein klein wenig gemerkt, aber durch die Betäubung merkt man die nächste Piekser überhaupt nicht mehr. Ja, da sieht man, es ist ein bisschen hier gewandert, ne? Das ist normal. Das Ozon sucht sich da so Wege. So, das gebe ich hier nochmal. Direkt in die Quaddel.
merkt man jetzt gar nichts mehr. Genau, und das Ozon, das wird praktisch absorbiert dann. Und die Hoffnung ist eben, dass es in das Gelenk geht und dann halt dort seine Wirkung, seine antientzündliche und eventuell sogar auch knorpelstimulierende Wirkung entfaltet. Also ohne die Behandlung. Ohne die Behandlung, wenn ich jetzt hochgegangen wäre, hätte ich extreme Schmerzen gehabt. Mhm. Bisschen, dass ich mich wieder hätte abstützen müssen. Ja. Oder diese Nummer machen müssen. Aktuell ging es jetzt. Ich konnte sogar sehr verblüffend. Also macht jetzt richtig Spaß, weil ich die Bewegung mal wieder machen kann. Ja. Die ich jetzt jahrelang so nicht machen kann, ohne extreme Schmerzen zu haben. Mhm. Und jetzt ist es machbar. Und, wie findest du das? Wenn das so bleibt, natürlich. Ich muss jetzt halt mal gucken, wie die Halbwertszeit davon ist. Ich meine, genau, also ich würde nicht erwarten, dass es so bleiben wird. Genau, also das ist schon mal sehr gut, denn wir haben gesehen, okay, dass du sprichst positiv an auf die Therapie. Okay. Ne? Aber genau, also die Wirkung wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Aber nach einer Serie von solchen Behandlungen, vielleicht 10, 15, 20 Behandlungen, könnte es tatsächlich eine nachhaltige Wirkung haben. Ich bin auf jeden Fall bereit, es auszuprobieren, weil ich meine, es gibt mir ein ganz anderes Lebensgefühl dann.